Willkommen zu meinem Video. Wir haben jetzt hier, Moment, in der virtuellen Box haben wir Xubuntu und wir waren eben auf dem Weg, hier einfach mal die Oberfläche von Xubuntu anzuschauen. Wir gehen einfach mal hier auch in die Einstellungen. Wir sehen auch, dass die Einstellungen bei unter Xubuntu nicht viel anders sind. Ich versuche es mal zu vergrößern. Ich habe hier die Anzeige. Ich habe hier meine Anzeigengröße. Also die passt sich an. Wie das unter VirtualBox geht, kann ich euch dann in einem anderen Video auch noch zeigen. Hier haben wir unsere Arbeitsflächen, Schreibtisch. Hier können wir natürlich verschiedene andere Hintergrundgrafiken nehmen. Ja, nehmen wir mal in dem Fall den hier. Und dann haben wir hier schon eine andere Hintergrundgrafik. Wir könnten hier noch eben den Hintergrund wechseln in Minuten, noch eingeben. Aber das lassen wir jetzt einfach mal und klicken das hier weg. Ich komme immer auf die Ubuntu Unity, aber hier nochmal eben Einstellungen, Barmer Büro. Da haben wir dieses AbiWord, das habe ich unter Ubuntu mal gezeigt, mal schauen, wie schnell es startet. Ja, vom Gefühl her würde ich sagen, es braucht einen Tick länger wie unter Ubuntu, aber es ist, sage ich mal, auch sehr schön alles hier gelistet, was man so braucht. Nicht überfüllt wie zum Beispiel das Microsoft Office Paket, da habt ihr ja hunderttausende Einstellungen und viele wissen gar nicht, was wie wo was ist. Hier habt ihr ja wirklich eine aufgeräumte Oberfläche und für die Grundaufgaben im privaten Bereich und sogar ein bisschen mehr ist ja solche Software auch ausreichend. Hier Bürosoftware, Dokumentenbetrachter, ein Kalender, den öffnen wir uns mal. Ja, das ist jetzt anscheinend nichts Besonderes. Hier kann man Einstellungen tauschen, Ansicht, Hilfe, ja. Das ist nichts Besonderes. Wir schauen uns weiter mal um, was vorinstalliert ist. Orga, Weltzeit. Also da können wir höchstwahrscheinlich hier noch Zeiten einstellen. Das lasse ich jetzt auch mal weg. Wörterbuch, klar. Grafik, Dokumentenbetrachter, wie vorhin auch gesehen. GIMP, das habe ich jetzt eigentlich schon in der Zwischenzeit dazu installiert. Wir starten es mal. Die neueste Version, die 2.8, haben wir hier. Und gleich müsste er durch sein. Ja, auch hier muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass es unter Ubuntu ein Tick schneller war. Aber auch hier schnell genug. Wirklich ein gutes Programm. Dazu werde ich auch noch auf diesem Kanal mehrere Tutorials machen. Ich schließe das hier mal. Wenn wir hier runterfahren, dann haben wir diese Leiste. Ich habe hier kein CairoDoc installiert, also dieses ist schon wohl hier mit dabei. Also wenn ihr was suchen möchtet oder ein Terminal braucht, dann ist es hier der kürzeste Weg. Ihr könnt hier auch gewisse Applikationen hinzufügen und entfernen. So, dann gehen wir mal einfach weiter. Wir waren bei Grafik. GTEMP, so spricht es jetzt mal aus. Das ist ein Grafikbearbeitungsprogramm, mit dem Grafikverwaltungsprogramm, nicht Bearbeitungsprogramm, was also wirklich keine Wünsche übrig lässt. Dazu werde ich auch noch Tutorials machen, indem ich euch zeige, wie man hier am besten Bilder verwaltet. So, übrigens schöne Standardfotos. Multimedia, G-Musikbrowser, Parole und ja, Puls, Audio, Lautstärkenregler und wieder ein Brennprogramm. Ich öffne mal hier, Moment, dieses Brennprogramm. Oh, es ist, ja, es ist kein Brenner verfügbar, ist ja eine virtuelle Umgebung. Aber ansonsten könnte man das hier trotzdem tun. Ein CD-Abbild brennen, Medium löschen, Audio-CD und Daten zusammenführen. Mehr brauchen wir ja eigentlich heutzutage auch nicht mehr. Man macht das meiste mit USB-Sticks. Und Internet habe ich Firefox, den Browser. Unter Ubuntu war es der Chrome-Browser, der ist ein bisschen schmaler. Hier haben wir den Pitkin Internet Software Nachrichtendienst, da habe ich ja im ersten Teil schon was dazu gesagt. Unser Thunderbird E-Mail Nachrichtenprogramm Transmission. Transmission müsste eine Software sein, wo ja, Torrent Client. Aha. Das ist ein Torrent Client, wusste ich bis jetzt auch nicht. Gut,
Jetzt wissen wir es. Gehen wir nochmal zu Internet. Ja, dann haben wir noch hier so ein IRC-Chat-Programm. Multimedia habe ich eben schon vorhin gesagt. Musikbrowser, gucken wir uns das doch mal an. So, hier ähnlich wie iTunes aufgebaut. Benutze ich auch unter Ubuntu. Da kann ich natürlich auch nochmal ein Video dazu machen, damit ihr einfach mal so das Gefühl habt, was euch unter Linux denn so erwartet. Den Tastmanager, da laufen ja die ganzen Applikationen, die wir abschießen können, wie bei Windows auch. Ja, also für Windows-User eigentlich nichts Neues. In Zubehör haben wir Bildschirmfoto, also wir können so eine Art Hardcopy, Screenshot machen. Dateimanager, wir gehen mal in den Dateimanager, da seht ihr, hier habe ich meine Struktur und hier eben meine Ordner, die, wie sie auch ja, unter anderen Linux-Distributionen auch zu finden sind. So, gehen wir mal weiter und ja, dann haben wir den Ubuntu Software Center und Xubuntu, aber es ist der gleiche wie Ubuntu, ihr seht es auch hier. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das gehen würde. Ja, genau. Und hier habt ihr auch die ganzen Kategorien und hier könnt ihr zum Beispiel den VLC-Player euch installieren. Hier gebe ich nochmal das Passwort ein und schon fängt an, die Software sich zu installieren. Wer die Unity-Oberfläche nicht mag, also der sagt, hey, Ubuntu mit der Unity-Oberfläche gefällt mir nicht und eher so eine Oberfläche bevorzugt, der kann gerne sich eben Xubuntu installieren, macht mir wirklich einen guten Eindruck, werde mir sogar überlegen, ob ich es mir jetzt nicht auf einer anderen Festplatte noch mit installiere, um es auszuprobieren. So, in meinen nächsten Videos werde ich dann zu den ganzen Applikationen anfangen, Schritt für Schritt einzugehen, meine Erfahrungen mit euch auswechseln oder ja, weitergeben. Ich hoffe, das Video hier war für euch informativ, ihr könnt was damit anfangen. Wenn ihr es positiv bewertet und Kommentare schreiben würdet, dann würde mich das natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Video, ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Wir sehen uns.